Murks! Alles getuned, Murks! Einfach einen schönen guten Tag, meine Freunde! Ich hoffe, es geht euch gut. Montagmorgen und der Tag beginnt wunderschön. Hallo Sven. Hallo. Geht's dir gut, mein Bester? Sehr gut, danke schön. Hervorragend. Hallo. Golf 2 geht's endlich wieder los. Zu fett gepimpt. Und zwar haben wir uns eine Vichers Domstrem geholt. Wir hatten schon mal eine verbaut. Die ist aber dann aber, ich habe keine Ahnung, warum der Lars die damals rausgeschmissen hat. Vielleicht zu viel Performance. Kann ja sein, weißt du, dass er zu schnell um die Kurve ging, dass er gesagt hat, er kann mit dieser Geschwindigkeit nicht umgehen. Keine Ahnung, wo sie ist. Auf jeden Fall haben wir uns eine neue besorgt. Jetzt ist aber die Frage der Fraginas, das, was wir da erklären sollten, ob wir die Originalhalter nutzen können oder ob wir die anderen machen müssen, weil ich bin da leider 0,0, weil wenn ich mir das hier so angucke, also wenn wir die hier reinkriegen wollen, dann müssen wir auf jeden Fall richtig auf Spannung gehen. Ich weiß, die müssen auf Spannung reingesetzt werden, aber das ist schon viel Spannung. Ne? Wir machen die auf jeden Fall erstmal los und nehmen dann die neuen, frischen. Ich würde auch die neuen nehmen, ja, oder? Wir haben sie ja neu. Ja, weil wir holen jetzt, wir machen jetzt eh die Räder runter. Korrekt. Ja. Holen die dann erstmal raus. Alles neu, Herr Wachtmeister. Alles neu. Muss auch wieder eingetragen werden, ne, mein Bester. Ne? Der Blödsinn. Gut, weiter geht's. Dann haben wir unsere Lager. Motorlager sind leicht ausgeschlagen, deswegen macht der Motor immer den hier. Und das fährt sich halt auch wie gesagt Nüsse. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen die Motorlager einmal neu. Und ich weiß gar nicht, wo sind unsere Bremsen? Wo ist unser Bremsenkarton? Wir müssen dann noch nebenan stehen. Noch drüben. Bremsenkarton noch drüben. Okay, dann hole ich jetzt mal schnell. Ja, jetzt nehme ich alle Lager. Ich komme sofort. Hier. Alles mit Gutachten. Kraftfahrzeug, Bundesamt, allgemeine Betriebserlaubnis. Und zwar haben wir besorgt. Sie unten, Spurplatte hier unten. Haben wir uns Ferodo, aber diesmal DS Performance Bremsbeläge besorgt. Und zwar liegt das daran, wir hatten vorher DS 3000, die von der Performance natürlich deutlich besser sind als die, aber keine Zulassung haben. Mhm. DS Performance hat Zulassung. Jetzt sagt natürlich der eine oder andere, ja, ist ja scheißegal, erkennt ja eh keiner, wenn du angehalten wirst. Bin ich eigentlich auch der Meinung, dass es scheißegal ist. Wenn aber was passiert, dann, und die das Auto auseinandernehmen, dann gibt es halt Ärger. Und da wir jetzt auch die, also wir sind von der originalen G60 Bremsscheibe sind wir weggegangen und sind jetzt auf die guten Tarox gegangen, auch mit Zulassung. Identische Größe wie die G60 Bremsscheibe. Bleibt alles, also Bremssättel können bleiben, aber das sind schon massive Dinger. Ich habe mich da auch ein bisschen mal mit auseinandergesetzt mit dem Thema, was man machen kann oder was am besten, was auch für uns jetzt für den Golf 2 so geeignet ist. In den Foren wird, also Tarox wird nur, also fast ausschließlich Tarox, und ich habe mich auch mit Fabio in Verbindung gesetzt und der hat auch gesagt, der fährt das auch bei sich, diese Kombination, die Performance-Bremsbeläge plus die Bremsscheibe, und der hat gar keine Probleme. Man kann zum Beispiel mal sagen, wenn wir beide, 4 Runden sind wir das letzte Mal gefahren, wo wir auch die Bremse so geschrottet haben, da hatte ich knapp, boah, ich glaube 320 Grad an der Bremse und Fabio hatte 180. 190. Natürlich liegt das auch daran, weil der natürlich weniger bremst als ich. Der kennt die Strecke viel, viel besser, der kennt die Bremspunkte besser. Das hat natürlich auch noch was damit zu tun. Deswegen, ich werde das mal selber austesten. Muss aber sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis war diese Kombination, ich meine, das hat, boah, zusammen gekostet 350 Euro ungefähr, 360. Und das finde ich für eine komplette Vorderbremse ist das wirklich schon mehr als ausreichend. Ich kann euch jetzt auch mal zeigen, wie die Bremse aussieht. Die ist echt, man kann sagen, wir haben sie. Ich bin hier losgefahren, man kann es jetzt auch noch mal sehen, mit eigentlich, ich würde mal sagen, 25% Belägen, ne? Kann man sagen, oder? So 25% Beläge bin ich losgefahren. Die Bremsscheiben, die waren jetzt auch keine neuen mehr, die hatten schon ein paar Kilometer drauf. Deswegen habe ich immer gesagt, ich mache erst, wenn die runter sind, dann bin ich erst so weit, dass ich dann auch sage, okay, jetzt werden die auch ausgewechselt. Also Bremsscheibe und Beläge dann. Wir hatten damals nur die Ferodo Bremsbeläge, die DS3000 draufgepackt. Und das hat auch eigentlich von der Kombination hervorragend funktioniert, muss ich sagen. Also ich war wirklich, also der Bremspunkt alles perfekt, der Bremsduckt perfekt, auch Verschleiß an sich sehr, sehr gut. Weil man muss mal überlegen, was haben wir jetzt damit gefahren? Wir sind dieses Jahr gefahren, boah,
30 Runden ungefähr, würde ich jetzt schätzen. Und wir sind aber letztes Jahr auch schon mal bestimmt 20 Runden gefahren, plus einen kompletten Trackday und das auf der Grand Prix-Strecke. Das heißt, da wird die Bremse ja sowieso noch mal mehr beansprucht. Deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden, so wie es hier gelaufen ist. Ich habe nur beim letzten Mal gesagt, die Jungs haben mich natürlich darauf hingewiesen, haben gesagt, hör mal, Frankie, besser Bremsbeläge noch wechseln. Ich habe gesagt, nee, ich will heute unbedingt fahren gehen, da habe ich keine Zeit mehr für. Das halten die schon aus für das Wochenende. Ja, die haben 4 Runden ausgehalten, danach waren sie halt fertig. Ne? Und deswegen auch, die Scheibe ist jetzt, also, die kriege ich nicht mehr freigefahren. Nee, die ist aber auch nur, nur außen, ne? Innen nicht. Innen ist alles gut. Ja, und vor allem, ich glaube, das kann man auch hier sehen. Hier ist der Belag ja auch noch länger. Genau. Ich denke, der ist da zu heiß geworden und wirklich abgerissen. Mhm. Weil man sieht, Belag hier noch in Ordnung und hier ist auch die Bremsscheibe noch in Ordnung, ne? Wir haben einfach, glaube ich, zu viel Temperatur drauf gehabt. Das kann, ja, das kann natürlich auch sein. Ich denke, sein, der Rest von dem Belag ist dann abgesplittert, hat sich hier überall verheddert und dafür auch die heftigen Riefen. Ja. Was auch krass ist. Sehen wir gleich. Man sieht ja da jetzt auch, wie die, also man, klar, guck mal, die Temperatur bekommen. Ja, aber guck mal hier die Temperatur. Guck mal, du siehst ja hier, wie die Farbe weg ist, nur ein bisschen. Und guck mal auf der anderen Seite. Guck mal, wie die Farbe weg ist. Siehst du das? Ja, klar. Viel, viel mehr. Das kann natürlich sein, ne, dass sie zu viel Temperatur bekommen hat. Ja, ja, wir wechseln das jetzt aus. Das, this is Motorsport. And I like it. Ja, los geht's. Bis gleich. Motorlage ist das. Erstmal bremst drauf, hat Gott sei Dank alles gepasst. Gott sei Dank, da muss man sagen. Alter Schwede, habe ich auch schon wieder Angst gehabt, dass da irgendwas nicht gepasst hat. Bremse ist jetzt drauf, müssen wir natürlich noch einfahren. Und jetzt sieht man hier vordere Motorlage. Siehst du das hier? Also, das kann ich ja. Guck mal. Also, das ist schon wirklich. Das ist schon, hier machst du. Hier mach ich gar nichts. Mit voller Kraft bewegt sich das Millimeter. Millimeter nur und hier ist das voll. Das hört man auch. Das ist ja ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das darauf hörst. Wir können echt mal sagen, dass alles hervorragend geklappt hat, ne? Deshalb Golf 2, Freunde, ich sag's ja immer wieder. Ausnahmsweise mal. Jetzt müssen die Bremsen noch ein bisschen eingefahren werden. Das heißt, auch wenn wir auf die Strecke gehen heute, die sagen also normalerweise, ja, 400 bis 600 Kilometer soll man die einfahren. Das schaffen wir logischerweise jetzt nicht. Bedeutet, ich werde heute nur Nürburgring einfahren, ne? Also einfach nur ganz gemütlich drüber fahren. Erstmal. Ne, die Jungs fahren jetzt noch ein, zwei Stündchen. Die haben noch eine große Tour vor sich, bevor ich gleich losfahre. Das heißt, die Bremsen sind, dann haben dann eh schon bestimmt 150 Kilometer runter. Dann habe ich nochmal 130 ungefähr von hier. Dann haben wir ja schon fast 400. Ne? Dann sind wir eigentlich schon, fahre ich mal die ersten zwei Runden, würde ich sagen, nochmal ein bisschen ne, easy. Mal gucken, wie es sich auch alles verhält. Weil natürlich wieder eine andere Bremse. Ich muss aber sagen, was ich ganz nice finde, die sieht also trotz der Felge, die jetzt nicht mehr so viel Optik zulässt, ne, weil die ja, sagen wir mal, sehr zugebaut ist, sieht man die aber trotzdem ganz schön. Und die sieht schon massiv aus, ne? Finde ich. Also die macht optisch halt auch schon was her. Ja, wir fahren jetzt mal los und dann geht es gleich direkt zum Ring. Inzwischen. Das Fabio und das Frankie machen heute ein schönes Day. Ja, Freunde, wir sind jetzt angekommen. Ich hatte ja schon gesagt, ne, Bremsen sind alles gemacht. Jetzt wird erstmal gefahren. Also ich bin auf jeden Fall heile nach hier gekommen. Drehzahl, scheiße ist immer noch. Also der macht immer noch. Guck, jetzt habe ich das einfach abgeklemmt. Jetzt muss ich im Leerlauf ein bisschen mit dem Gas spielen. Aber das ist ja scheißegal. Brauchst du eh nicht auf wollte ich gerade sagen. Ja, Bremsen sind eingefahren. Ich habe, also wir haben die auch wirklich jetzt mal, ne, so 300, 400 Kilometer mal wirklich gut eingebremst. Die fühlen sich, aber ich kann jetzt schon sagen, allein auf dem Weg nach hier war ja ein bisschen, ne, Landstraße hier, die fühlen sich auf jeden Fall schon gut an. Ja, also das ist auf jeden Fall ein ganz anderer Druckpunkt, das merkst du schon direkt, ja, ne? Ja. Bin gespannt. Gerade jetzt auch, wir fahren also... Ich wollte gerade sagen, gerade GB wirst du jetzt direkt merken. Also was wir jetzt heute vorhaben, wir werden jetzt erstmal, also eigentlich hatten wir also überlegt, gar nicht Grand Prix zu fahren. Jetzt bin ich aber wieder heiß, die Sonne scheint und hier ist gerade relativ wenig los. Deswegen machen wir erstmal Grand Prix-Strecke. Nehme ich euch das erste Mal dann auch nochmal mit eine Runde und dann heute Nachmittag wird auf jeden Fall der Nürburgring, ja, zerschlagen. Du freust dich, weil es soll regnen.
Ich fange dann wieder an zu weinen. Aber ihr kennt das von GT Sport, ihr wisst, wie ich dann bin. Spät bremsen, kurz einschlagen, weiterfahren. Viel fluchen. Viel schreien. Ja, los geht's. So, Freunde, es geht los. Kurz für euch zur Erklärung, für die Leute, die noch nie da waren. Also erstmal, ihr seht, ich habe mir eigentlich einen vernünftigen, also einen anderen Helm geholt, einen neuen, damit ich ein bisschen besser mit euch quatschen kann. Kurze Erklärung. Bei der Sache, wenn man Grand Prix-Strecke fahren möchte, das ist ein bisschen anders. Ihr habt immer noch die Karte, ne? Oder halt euren Barcode, den ihr einscannen müsst. Ihr fahrt aber quasi durchs alte Fahrerlager einmal durch den Tunnel in die Boxengasse. Da wird dann euer Ticket oder eure Karte dann gescannt. Und dann gibt es immer Stints von 15 Minuten. Das heißt, ihr fahrt 15 Minuten, jetzt in dem Fall Grand Prix-Strecke. Die warten, bis das eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen da ist. Und es ist auch, ich meine, es war bisher zumindest immer so, dass sie die Motorradfahrer und die Autofahrer voneinander getrennt haben. Wir sind also nie gleichzeitig, meinte ich, auf der Strecke gewesen. Jetzt in dem Fall ist es relativ wenig los, deswegen kommt man auch zum Fahren. Wenn das normalerweise, heute ist ja ab 12 Uhr schon Grand Prix-Strecke fahren. Das passiert auch manchmal, dass man das halt abends noch machen kann, dass sie nur 2 Stunden auf hat, die Grand Prix-Strecke. Und das ist halt ultra nervig, weil da muss nur ein kleiner Unfall passieren. Dann dauert das eine halbe Stunde oder was, bis das alles weggeräumt ist. Und dann ist man im ersten Stint nicht mitgefahren, sondern kann nur im zweiten oder dritten fahren, weil dann die Motorräder dabei sind. Und dann hat man meistens, wenn man Glück hat, überhaupt konnte man nur einmal fahren. Deswegen finde ich so in der Woche normalerweise ist geiler, wenn man dann ganz normal Nordschleife fährt und Grand Prix-Strecke jetzt an solchen Tagen wie heute, wo das ab 12 Uhr auf ist. Ja, wir stehen jetzt hier in der Boxengasse. Hinten ist die Ampel noch auf Rot. Und ich glaube, die lassen auch als erstes, wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich sogar die Motorräder fahren. Temperatur ist natürlich wieder ultra brutal. Habe ich nicht mit gerechnet, dass es so warm ist. Jetzt muss ich aber gerade noch was anderes gucken. Ich sehe gerade, mein Duftbaum liegt da unten und der wird mich gleich zu Tode nerven. Ja, leider ist das Klacken mit dem Tacho wieder gekommen. Wir haben gedacht, wir hätten es behoben, aber leider ist das nicht so gewesen. Deswegen klackt das jetzt ein bisschen, aber das hat ja beim letzten Mal auch ganz gut funktioniert. Jetzt haben die Motorradfahrer vorgelassen und jetzt fahren wir mit dem Auto dann quasi hinterher. Das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich persönlich nicht so geil. Ich fahre auch wieder mit 2 Bar Reifendruck, fahren wir gerade los. Rechtskurve nach Start und Ziel auf jeden Fall übelst bremsen quält. Übelst bremsen quält. Hier kann auf jeden Fall schon mal direkt die Bremse zeigen, was sie kann. Ja, ich merke natürlich direkt, die Reifen sind absolut kalt. Deswegen, ich werde mich auf jeden Fall jetzt erstmal schön gemütlich warm fahren hier. Ja, so gefällt mir das. So gefällt mir das. Das ist geil. Bremse, Druckpunkt fühlt sich super an. Einmal die ganze Strecke benutzt. Wieder Rati hier. Komm,
So, das war jetzt der erste Stint. Öltemperatur 110 Grad, Wasser war ein bisschen hoch, muss ich sagen. Muss ich auf jeden Fall mal gucken, was die Bremsen sagen. Von der Temperatur, weil die werden hier echt schon hart beansprucht. Ne? Alter, ist aber schon gut am Stinken hier alles, mein lieber Mann. Ich muss auf jeden Fall mal ein bisschen kühl fahren. Das steht schon mal ganz fest. Ein bisschen Bewegung weg, Kollege, jetzt. Was ich schon mal sehr, sehr gut finde, dass die Reifen relativ schnell auf Temperatur gekommen sind. Also ich habe es gerade am Anfang gemerkt, so die ersten zwei Kurven, da hatte ich noch ein bisschen Schlingern drin. Und dann war das echt, also nach einer halben Runde haben die sich schon echt gut angefühlt. Jetzt nehme ich euch direkt mit raus. So, checken wir jetzt mal gerade. Was mag in Temperatur bremsen? How much? Warte, ich zeig kurz. Du hast noch 180. Aber guck mal, ich hatte vorher, weißt du das noch? Ja, du warst über 200. Über 200, 250, das ist gut. Schon wesentlich kühler auf jeden Fall. Der Sattel auch 100 Grad, also kannst, alles du, so, gut. Kannst du so stehen lassen. Reifen hat jetzt noch 60, ist auch gut. Aber habe ich ja gut überfahren, muss man schon, oder? Ja, das ist aber bei den Karren völlig normal. Ja, ne? Da kommst du nicht damit. Ey, was war das gerade für eine Aktion mit dem Typen? Ja, mit dem Porsche. Er muss rechts vorbei. Hör mal, dürfen die rechts vorbei natürlich überhaupt? Nicht. Nee, ne? Deswegen war ich auch so sauer. Alter, ich hatte auch eben, ich weiß gar nicht. Ja, auch an, extra nach rechts ja, zu ziehen. Genau. Und der kam immer weiter, war immer schneller. Das hatte ich auch mit irgendeinem, ich hatte auch eben diesen BMW, der hier im 2-Coupé oder was war das? Ja, der genauso, der hat auch alle rechts überholt. Alter, Junge, fuck ich mich ja tierisch ab. Leute, wichtig, erhaltet euch an die scheiß Regeln, weil dadurch passieren halt diese dämmchen Unfälle, weil einfach irgendwelche Leute meinen, sie würden ein Rennen fahren gerade. Vollkommen überflüssig. So, ich hab Hunger. Currywurst? Jetzt gleich, oder? Gut, bis gleich. 20 Minuten später. So, Freunde. Die wilde Fahrt geht los. Temperatur sieht gut aus. Alles im Rahmen.
so, ja, ein erfolgreicher, kann man sagen, Tag ging wirklich zu Ende. Ich hatte sehr, 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 sehr viel Spaß. Ihr habt gesehen, der Wagen hat wieder super gehalten. Eins ist kaputt gegangen, oder was heißt kaputt gegangen? Ich habe eine Schraube verloren, und zwar, ich wende mal kurz. Und zwar seht ihr hier von der Lichtmaschine, ist hier vorne, die Schraube hat sich halt hier verabschiedet, ne? Die hat sich hier irgendwie rausgedreht und jetzt ist sie raus. Und deswegen habe ich das Quietschen des Jahrhunderts, weil der Keilriemen halt jetzt keine Spannung mehr hat. Deswegen, ich habe das jetzt mal versucht, so ein bisschen zu verkanten, weil ich muss noch nach Hause fahren. Und noch ein anderes Thema, das ist mir gerade aufgefallen, weil der Wagen stand jetzt die ganze Nacht bei mir draußen. Und zwar, seht ihr das? Ich habe halt unfassbar viel Wasser vorne im Beifahrerraum stehen. Also irgendwo sifft es halt richtig rein. Es hat diese Nacht auch tierisch geregnet. Da muss ich mich halt auch mal drum kümmern, wo das Wasser reingekommen ist. Ja, aber sonst mega geil. Also ich merke auch von Mal zu Mal, immer mehr Vertrauen bekomme ich in das Auto. Und fett, bis zum nächsten Mal. Haut rein, schönen Tag. Ciao.